So, da bin ich wieder zurück zu meinem Let's Play der Binding of Isaac Rebirth in DC Afterbirth und DC Afterbirth Plus. Ich weiß jetzt, woran es liegt, dass wir auf Delirium nicht treffen. Und zwar müssen wir erst The Hush besiegen. Das ist dieser große blaue Woppel da. Und den haben wir ja noch nicht besiegt. Ja, ihr merkt schon, ich habe sie jetzt aber mal nachgelesen, was denn da los ist. Jetzt ist es bloß das Problem. Ich habe jetzt auch extra nachgeschaut, ob ich den schon freigeschaltet habe. Ich war mir eigentlich ziemlich sicher, ja, aber anscheinend doch nicht. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal ganz normal durchspielen. Und dann müssen wir den noch freischalten. Das ist auch lustig. Nervt. Ja, super. Was jetzt ganz so cool wäre, wäre so, wenn eine Bombe. Oh, mit der Maske bin ich aber auch einverstanden. Habe ich kein Problem damit. Trotzdem wäre eine Bombe echt cool. Wenigstens eine. Ja, super. Da, wo sie nicht landen soll, da landet sie. Da habe ich nämlich gehofft, dass da der Geheimgang ist. So. Ja, toll. Ich verstehe eigentlich auch nie, warum da unten so ein Dings ist. Okay, ein Schlüssel ist in Ordnung. Was passiert eigentlich, wenn ich da jetzt eine Münze reinschmeiße? Keine Ahnung, also nichts. Okay. Das geht natürlich auch. So, So, Fliegen sind ja noch ein bisschen einfacher Gegner. Mal lieb auszudrücken. So. Hier ist auch nichts Besonderes. Wie gesagt, eine Bombe wäre halt echt geil, aber habe ich keine bekommen. Dann holen wir uns das da wenigstens. So. Den, den, den. Rackman. Okay, Rackman als erster Bossgegner ist schon ein bisschen unfair. Aber gut, er ist so komisch farbig, das heißt, er kann nichts Besonderes machen. Außer Spinnen herbeirufen, ganz viele anscheinend. Bitte nichts. Aua. Na super, jetzt ist ja alles voller Spinnen oder was? Na echt klasse. Oh Gott, also er selber hat nicht das Problem, aber die ganzen Spinnen, die nerven. Aber anscheinend gibt es nur vier. Was aber nicht so schlecht ist. Aber er ruft halt immer wieder eine neue. Warte, ich mache mir mal kurz die Herzen da, das ist ja echt Wahnsinn. Ich sage ja, als ersten Gegner ist das schon ein bisschen unfair gemacht. Na komm, es geht ruf, danke. So, du auch bitte. Komm schon. Oh, Damage up, geil.
Weil das ist nicht genau das Problem, was ich gerade hatte, dass ich ziemlich Damage machte. Ugh, okay, dann geh mal. Tschüss. Dim, 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 dim. So, in den Auerraum kann ich jetzt gerade nicht gehen, weil ich halt weder eine Auflage habe, noch genug Herzen dafür. Jetzt krieg ich eine Bombe, das ist doch schon mal gut. So, Zombies, alles klar. Da oben ist ein andersfarbiger Stein. Mit einem grauen Herz für mich drin, das finde ich auch gut. So. Was haben wir hier? Zwinch. Okay, das ist auch nicht schlecht. Oh Gott, ist das euer Ernst? Frage 10, Frage 10. Loop, okay. Oh, geil. Ich glaube, der eine Geheimgang ist da oben, aber ich will jetzt echt nicht austesten. Warte mal, ist da auch wieder ein Geheimgang? Ja, das ist auch wieder ein Stein für mich. Warte, nehme ich noch lieber den Stein da. Was ist da drin? Okay. So, dann den Itemraum. Was haben wir denn da? TNT. Naja. Theoretisch gesehen ist es gerade nicht schlecht, weil ich brauche es ja gerade. Moment. Das heißt, wir gehen jetzt. Wo ist es denn? Nein, da habe ich gerade Bumm gemacht. Ich möchte hier das TNT benutzen. Na super. Mir weiß, wenn du mir einfach die Box auch richtig hinstellst. Muss ich auch noch schieben hier. So, hier ist der Geheimgang, den ich gehofft hatte. Glump. Was ist denn Gulp? Are you a wizard? Are you a wizard? I'm exciting. Lockdown. Na toll. Ist halt auch so witzbold, ja. Are you a wizard? Nein, ich bin kein wizard. Definitiv nein. So, ich möchte den ganz gerne noch einmal ausprobieren. Das heißt, wir werden erstmal den komischen Dings behalten. Oh nein. Das ist echt scheiße, weil ich diese scheiß Are you a wizard noch habe. Aua. Meine Güte, es ist voll hier. Also wenigstens können wir jetzt wieder normal schießen. Okay. TNT. Du sollst es da oben hinstellen, bitte. So, danke. Es war offensichtlich, dass da der Geheimgang ist, aber er hat mal wieder nichts Sinnvolles für mich. Eine Pille. Okay, in Ordnung. Friends till the end. So, dann nehmen wir die Herzen hier. Nimm sie, danke. Ach ja, ich hätte vorher noch da rein sollen gehen, aber egal.
5 Bomben. Okay, dann machen wir mal Bomben. Dankeschön. So, da waren wir drin. Da holen wir uns wieder unser Herz raus. So, hallo. Habe ich mir ja schon mal geheilt hier. Und jetzt geht's noch zum Boss. Din, din, din. Monstro. Okay, Monstro. Na, Monstro, was geht? Hör auf zu spucken. Hörst du auf zu spucken? Auch wenn du dich teleportierst, bringt dir das nichts. So. Hör auf zu spucken. Hör auf zu spucken. Ancient Luck Up. Okay, was ist denn hier drin? Nichts, was ich gebrauchen könnte oder möchte. Deswegen behalte dein Zeug und ich will es nicht. Dankeschön. So, dann ab ins die nächste Etage. Dem, 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 dem. So. Und gleich geht der Wecker los. Deswegen machen wir jetzt einfach nur schnell den Raum hier. Ja, geil. Was habe ich jetzt? Puh, das ist echt geil. Na toll. Okay. Okay, gut. Dann machen wir hier weiter im nächsten Video. Also bis dahin. Ciao, ciao.